So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Hacknet. Ich bin der Tovarok und ja, der nächste Auftrag steht vor der Tür. Entschlüsselung einer sicheren Datei. Das wäre sowieso ein kleiner Knackpunkt. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen, naja. Eine verschlüsselte Datei wurde an ein CSCMA-Mitglied gesendet, welches zwar die nötigen Passwörter besitzt, jedoch kein Tool für die Entschlüsselung. Annehmen. Kann doch nicht so schwierig sein. Wir kennen das, ne? Zwei Schiffe und was? Hi, ein Freund hat mir einige Details eines Jobs, an dem wir dran sind, zukommen lassen. Er hat sie jedoch verschlüsselt und ich habe keine Ahnung, wie ich sie entschlüsseln kann. Sie sind auf dem Crossroads-Server unter C-Exe Contact abgelegt. Kannst du sie entschlüsseln? Das Passwort sollte... Ich schreibe mir das auf. Das schreibe ich mir auf. Missionsübersicht, pass mal auf, kriegen wir das? Ach so. Okay, pass mal auf, aber entschlüsseln Sie die, dann Sie die Entschlüsseldatei auf dem SCS Drop Observer hoch. Okay, aber trotzdem schreibe ich mir das Passwort auf. So. Danke. So, da sollen wir das hochladen. So, da müsste das sein, die Datei. Schauen wir es mal an. Verzeichnisse ansehen. Da ist sie nämlich hier. Da ist die Datei. Die wollen wir es doch mal denn decrypten. Warte mal, wie kriegen wir das hin? Aber wir haben noch ein Passwort. Ach, klar. Ja, du bist auch ein, so. Decrypter C. Excel. Das ist nämlich Kontakt. Wir haben ein Passwort. Bitte frage nach dem Passwort. Passwort. Wir haben das Passwort. Wie geben wir das denn ein? Hallo. Oder muss ich das Passwort mit angeben? Decrypter. Das werden wir mal durch operieren hier. Das kann ja nicht so. Das müssen wir zu finden. Das muss da zu finden sein. Pass mal auf, Decrypter. Wo haben wir das Apparat? Ach, den haben wir nicht hier, gar nicht hier drin. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Help 3. Solve, Firewall, Analyse. Klar. Clear. Notiz. Wie machen wir das am besten? Login. Wie kommen wir da ran? Das ist die große Frage. Decrypten können wir das nicht. Was haben wir denn noch Feines? Oh, ich weiß nicht. Ich bin gerade so ein bisschen. Boah. Was fehlt uns denn da? Womit können wir das nochmal? Analyse Probe, ist klar. Nee, können wir nicht. Es ist nicht das, was wir suchen. Sequenzer, was sind das? Ach ja, das ist für was anderes. Ich habe keine Ahnung. Encrypter. Nein. Encrypt Source CS? Pass mal auf, vielleicht ist hier was zwischen, dass wir das eventuell passworttechnisch irgendwo bearbeiten können. Das Passwort ist 0. Was? Ach, Gottes Willen. Ja klar, die können wir nicht benutzen. So. Request ist auch was, so. Sowas. Naja, egal. Wie machen wir das jetzt eben? Gottes Willen. Was macht er jetzt? Er macht er jetzt gar nichts, oder was ist los? Dir. Wop. So. End. Ach, das ist doch verkehrt geschrieben. Decrypter, mein Gott. Decrypter, so. Und jetzt hier die C-Exe. Hast du nicht gesehen? Jetzt machen wir das Passwort da hinten mal ran. Vielleicht ist es das. Vielleicht brauchen wir das dafür. Ich weiß es nicht. Wir können es probieren. Green Lock. So, ich hoffe, dass es decoded. Ach, das siehst du. Hey, funktioniert. Da ist das Passwort drin.
Aha, das muss hinten rein. Alles klar. Da sind wir drin. Der Kontakt benutzt den Jotmail-Login. Aha. Ich weiß, wie lange wir schon dahinter her sind, aber verbockt ist nicht mit dem. Hast du nicht gesehen? Alter, cool. Super. Haben wir das auch hin? So, das Ding heißt CXE Kontakt Text. Das sollen wir dann mal einfügen. Okay, das sollen wir hochladen. In den Drop-Server. Wo ist denn der? Ist das der Drop-Server hier? Public Field Drop Server, da ist er doch. Hier sollen wir hochladen. Upload. Home. Und dann heißt das Ding C. Warte mal, warte mal. Home. Ist doch richtig oder nicht? Upload. Wieso ist denn das nicht da? Upload CCC. Nein, 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 nein. C. Was ist denn jetzt los? Wo ist denn das hin? Wo ist die Datei hin? Ist die nicht unter Verzeichnisse und dann unter Home? Ach, die haben wir gar nicht. Haben wir die gar nicht hochgeladen? Ach, Mist, wir müssen jetzt mal downloaden, wir Nasen. Ach, wir sind auch Nasen. Alter Schwede, Public Server. Nein, wo war es jetzt hier? Da. Da ist es. Nein, auch nicht. Da ist aber rein. So. Ja. So, Verzeichnisse. Home. Nochmal wieder raus. Na, raus. Warte, warte, warte. Das kriegen wir schon hin. So, zwei Schiffe mit einer Schlacht. Pass mal auf. Zack. Da ist er. Wir waren am verkehrten Server zugegangen. Meine Güte. So. Da ist sie nämlich. Die müssen wir erstmal downloaden, Mensch. Warum sagt mir das denn keiner? So, zack. Hätten wir auch. Exe. Nein, das ist Bundstrich. So. Exe. Zack. Kontakt. TX. So. Siehst du, so ist der Hase. Da haben wir ein bisschen vertüdelt. So. Upload. Nein, mit U. Upload. Home. Und dann. So. Text. Zack. Upload komplett. Siehst du, da müssen wir das nämlich. Das müsste nochmal jetzt. Das müssen wir im Sack haben. Das müsste gegangen sein. Das müsste geklappt haben. So, bitte. Ja, super, Alter. Also so langsam, ne? So langsam klappt es nicht. So, Posteingang fertig. Den haben wir auch durch. Alter, wir haben den auch durch. 7 Minuten haben wir gebraucht dafür. So, pass mal auf. Wir werden nochmal reinschauen hier in dem guten. Nein, wo ist denn das da? Nein, auch nicht. Das hier, langsam wird das ein bisschen unübersichtlich. Login. Da sind wir drin. Auftragsliste. So, das letzte Projekt. Projekt Juneburg. Eine unglaublich heikle Situation erfordert es, einen erfahrenen Agenten zu involvieren, der einwillig einige fragwürdige Aktionen für eine Person in Not durchzuführen. Sollen wir das annehmen? Ja, das müssen wir natürlich annehmen. Natürlich. So. Dann bin ich mal gespannt. Projekt Juneburg. Hacker, dies ist keine normale Anfrage und wir weigern uns, sie so zu behandeln. Wir wurden gebeten, Sterbehilfe zu leisten. Was? Natürlich haben wir die Situation gründlich überprüft und auch außenstehenden Hacker darum gebeten, um nicht zu viel Verdacht zu erregen. Wir sind zu diesem Ergebnis gelangt. Der Betroffene, Elliot White, liegt im Krankenhaus und leidet unter enormen Schmerzen. Dennoch wird ihm der Wunsch nach dem Tod verwehrt. Ein gescheiterter Versuch seitens der Angehörigen, ihn diesen Wunsch zu erfüllen, hat es ihnen unmöglich gemacht, diese Angelegenheit selbst zu regeln, weswegen sie nun diesen Weg einschlagen. Der Patient besitzt einen Herzschrittmacher, der mit ausreichenden Zertifikaten Fernzugriff zulässt. Die Familie sieht darin die beste Möglichkeit, sein Leiden zu beenden. Natürlich können wir nachvollziehen, wenn du nicht involviert sein möchtest. Antworte mit Danny, wenn wir dich aus diesem und wir werden dich aus diesem Projekt entfernen. Wenn du dich dafür entscheiden solltest, uns in dieser Angelegenheit zu helfen, solltest du wissen, dass du vermutlich viele experimentieren musst,
da so etwas, soweit wir wissen, noch nie zuvor versucht wurde. Wir empfehlen, mit den medizinischen Aufzeichnungen des Ziels zu beginnen, den Chip zu identifizieren, nach dessen Hersteller herauszufinden und von dort aus fortzufahren. Alter Verwalter, wir sollen also einen Herzschrittmacher stilllegen, sozusagen, damit der Patient, also der Alien White, also wir leisten Sterbehilfe. Oh mein Gott. Mein lieber Mann, da haben wir uns echt was, also muss ich mal machen, das muss ich mal, also das ist schon was Heikles, muss ich sagen. Das nehmen wir mal an. Maßnahme Sterbehilfe. Wir sollen Sterbehilfe leisten. Gottes Willen, das ist ja. Okay, Freunde, es ist einfach so also ein bisschen ergreifend ist, das muss ich mal sagen. Also das ist schon etwas, also be etwas Bewegendes. Aber das hier, Freunde, auch wenn das eine ganz, ganz kurze Folge wird, das machen wir in der nächsten Folge, weil, wie gesagt, das wird eine ziemlich lange Geschichte hier. Das ist wirklich was sehr Heikles, muss ich echt sagen, mein lieber Mann. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen nach oben natürlich, ne? Und schreibt mir was in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Hacknet, wenn wir uns hier dem, also dieser Geschichte ein bisschen einführen. Also mir fehlen die Worte, also ich. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.